Hallöchen Leute, und da bin ich wieder, euer Corny mit einer weiteren Folge von Warfunder. Ich hatte letztens, vor kurzem, eigentlich gestern, ein paar Folgen gemacht, aber ich hatte ein paar technische Probleme, deswegen mache ich jetzt weiter. Ja, gut. Also, gut, mein Plan, dass ich immer zwei Matches in einer Folge mache, weil die im Moment ja nur 5 Minuten ungefähr dauern. Deswegen mache ich erstmal zwei Folgen, also zwei Matches in einer Folge, und dann, und zwar in jeder Folge die jeweilige Fraktion. Ja, und da wir ja mit USA angefangen hatten, mit den Amis, machen wir jetzt weiter mit den Deutschen. Ja, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Gut. Und dann würde ich sagen, in die Schlacht. So, was haben wir denn? 3 Stück. Durchschnittliche Wartezeit. 23 Sekunden. Oh. Das ist ja nicht so der Bringer, ne? Eine durchschnittliche Wartezeit. Müssen wir ein bisschen runtergehen. Ist aber nur im Moment bei den Deutschen, ja. Zum Beispiel bei den Sushi-Fressern. Bei den Briten war es niedriger. Aber es geht los. Mit Kalkim Gul nennt sich diese Karte. Gut. Wir müssen Bodenziele zerstören. Das ist unser Hauptziel. Gut, dann wollen wir doch einfach mal anfangen. Wir haben nicht viel Auswahl. Wir haben 2 Reserve und einmal der Falco. Immer der Falco. Das ist unser erst gekauftes, hatte ich in der letzten Aufnahme, als ich gemacht habe, die ja Fail war. Ja, leider. Gottes. Da hatte ich dann gekauft, da hatte ich auch Sieg des Tages und also Sieg der Fraktion erst und das, ja, gut. Aber neues Glück, neues Spiel, neues Glück. Legen wir einfach mal los. Mein schönen Falco hier. So, was machen wir denn mal als erstes? Jagen wir erstmal ein. Jo, komm, wir jagen ein. Zum Beispiel das Swordfish. Swordfish ist ein kleiner Torpedobomber. Oder wollen wir mal Swordfish? Ne, das Swordfish, den lassen wir mal. Wir gehen auf eine Fury. Und zwar die sich da absetzt. Jo, das ist genau das Richtige auf Falco. So, 1 Kilometer. Ah, die verfolgt schon einen Verbündeten von uns. Bisschen abbremsen und jetzt wieder Vollgas. Aber wir müssen ein bisschen langsamer. Ich stürze ab. Ein bisschen mehr Gas. So, und dann geben wir mal Vollkit und dann ist der Plan schon auch schon aufgegangen. Wir wurden gerade von irgendeinem getroffen. Das war dann scheinbar die Luftabwehr, also die Flak. Wow. Der fliegt uns entgegen. Gott, der ist oben lang. Oh, gut. Da habe ich es doch ein bisschen übertrieben. Ja, aber haben eine gute Tendenz. 1 abgeschossen, 3 Bodeneinheiten. Könnte schlechter laufen, würde ich mal sagen. Ja, und dann geht's weiter mit dem Standardflugzeug. So. Das sieht eigentlich. Ist wahrscheinlich ähnlich jetzt. Hat ein anderes Maschinengewehr, wie man hört. Das andere hat, der Falco hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Munition als die Standard. Hier schätze ich jetzt einfach mal. Ist aber auch leichter Flieger gewesen, wie hier die. Ja, okay, ich komme. Alter, das sieht doch verdächtig aus. Den ballern wir doch gleich mal. Volle Möhre ab. Und sind dran vorbeigeflogen. Ah, da kommt ja noch einer. Obwohl wir gehen. Die sollen sich da mal betteln. So, das machen wir.
Oh. Er ist abgestürzt. Ha! Geil, das abgestürzt. War aber noch nicht kaputt. Da habe ich mir gerade noch ein paar Punkte geleacht. Also leider aber nur eine Abschusshilfe. Aber das nutzen wir doch gerade hier, dass wir hier hinten sind. Wir versuchen die einzelnen Bodenstellungen ein bisschen zu dezimieren. Da laden wir gerade mal nach. Das Nachladen dauert leider 20 Sekunden für ein MG. Also für Bomber dauert das sogar noch länger, aber... Ah, meist Abschusshilfen beim Zerstören von Flugzeugen. 1000 extra Erfahrung. Ja, und das war schon das erste Match. Oh, Platz 3 haben wir erreicht. Ein gegnerisches Flugzeug zerstört und 4 Bodeneinheiten. 502 Punkte. Gut, gut. Sie haben einen neuen Rang in der Luftwaffe. Kann man 3 neue Flieger. Und zwar der G50 Fritschier Serie 2. Ein Jäger. Noch ein Jäger der Serie 7AS. Und noch ein Jäger. Ein V5 HE 112V-5. Ja, gut, dann wollen wir das gleich mal gucken. Was haben wir hier? Mit Premium hätten sie Folgendes bekommen. Ja, ich habe aber kein Premium. Naja. Premium brauche ich im Moment nicht. So, wir haben 55.000. Was wollen wir denn? Also, das ist der Falke. Ja, wie gesagt, leichter Fighter. So, was haben wir denn da? Ein Jäger. Da haben wir noch einen Jäger. Wir hatten doch noch einen dritten Jäger. Wo war der? Oder war das ein Cash-Jäger? War das der? Ja, das war ein Cacher. Gecached, aber der ist Stufe 4. Stufe 4? Ah, wir sind Stufe 4 im Profil, aber nicht in der Luftwaffe, also ist... Na, gut, das ist ja egal. So, also, wir sind Stufe 2, dann wollen wir mal gucken, zwischen den zwei. So, was hat der denn? Trainingskosten, ja, maximale Geschwindigkeit 440, der ist langsamer. Maximale Höhe 5000 auf Höhe, maximale Höhe 8400, das ist ja egal. Drehzahl steigt, die Drehzahl 21,6. Der ist viel langsamer. Was hat der denn? Der hat zwei 12,7er Maschinengewehren mit 300 Munition jeweils. Der da hat 1000 Munition mit zwei 7,92er. Mit dem könnte ich länger draufballern, mit dem mache ich fast das Doppelte an Schaden. Also ein Drittel mehr. 40er Belohnung. Nimm mal den hier, oder? Kosten ja gleich. Wie kostet der? Den. Hab ich den? Hä? Haben das jetzt geändert? Kostet 3000. Jo, komm. Jo, wir nehmen den da. In den Stellen? Jo, in den Stellen. Gut. So. Hab ich das richtig gemacht? Jo, ich hoffe's. So, Jäger, leichter Fighter. Soll ich mir noch einen Jäger kaufen? Nee, oder? Nee, ich spare erstmal Geld. So, ich will jetzt nicht weiter rausziehen und wir starten noch ein Spiel. So, jetzt sind wir schon eins weiter. Wir sind jetzt schon im Rang 2 bis 3. Durchschnittliche Wartezeit ist kürzer als vorhin. Aber nicht wirklich, naja. Wir haben hier Zeit, noch ein deutsches Match. 23.000 Leute sind online, 731 Schlachten im Moment. Ah, neue Ranglevel, neues Gebiet. Das ist jetzt die Olm. Die Olm. Das ist der Bodenangriff. Die Olm. Gehen wir mal gehen wir jagen? Jo, wir gehen jagen. Ja, wenn mein Hintergrund Traktorengeräusche oder Quadgeräusche, Motorradgeräusche nennt, hört. Oder sogar komisches Geschreie. Ja, das sind unsere Nachbarn von der Alinera oder Tinkerbell. Mir. Das sind ein paar ganz nette Leute. So, wie sieht's denn noch mit der Karte aus? Ah. Gott.
Der hat ja ein komisches. Oh, der hört sich an, der brummt ja mehr als er hier. Oh, der lässt sich aber komisch lenken. Au! Au! Wow! Mein rechter Flügel ist komplett noch angedatscht. So, wir gehen jetzt auf die Jagd. Spinne ein Jäger! Attacke! Wow! Das war eine schlechte Idee. Ich werde von mehreren Gegnern verfolgt. Oh, wow, da ist was weggeflogen. Ich kann nicht mehr richtig lenken. Oh, da ist noch was weggeflogen. Sie verlassen ihr Flugzeug. Wow, und jetzt rudeln wir und wir schießen der Rest Munition leer. Oh, Sturzflug. Gut, das war unser neues Flugzeug. Fliegen lässt sich scheiße. Aber nein. Oh, da haben wir doch gerade. Haben wir doch gerade was. Was will der denn hier in unserem Gebiet? Ja, was willst du? Hauen wir mal wieder mit dem Falco drauf. Der Falco, der ist wenigstens ein bisschen wendiger. Der ist zwar nicht ganz so schnell, aber dafür wendiger. Kritischer Treffer. Oh. Noch ein Treffer. Bremsen, bremsen. Oh. Wo ist der hin? Oh, was ist der hinter mir? Wow, Baum, Baum, Baum. Abschusshilfe. Ja. Wo ist der Flugplatz? Zufälligerweise in der Nähe hier. Ja, hinter mir. Da kann ich ja gerade mein Flugzeug nochmal landen und reparieren lassen, wenn ich schaffe zu landen. Wobei mein rechter Flügel ist ziemlich angedatscht, obwohl ich. Naja. Na komm, wir zeigen es fürs Let's Play. So. Oh. So, erstmal abbremsen. Ah. Dümm-di-dümm. So, ich habe den Vorteil bei diesem Flugzeug voll. Weiche Landung. 100 extra Erfahrung. Gut, da war ich zu schnell. Bin ich zu schnell runtergegangen. Und dann gehen wir wieder in ein Reserveflugzeug. In den Kampf. So, was haben wir denn? Wir jagen ein paar Gegner. Ich hätte zwar gerne einen Bomber mal gehabt, aber ich habe leider noch keinen gekauft, weil es sind alles mit Torpedobomber gewesen, glaube ich. Ich will jetzt nichts falsch erzählen. Toll. Wollen wir wetten, dass der jetzt hinter mir ist? So, wollen wir mal gucken. Da, die Hurricane, die fliegt mir doch gerade entgegen. Nee, die fliegt mir nicht ganz entgegen. Oder noch nicht. Die P26. Die haut doch da vor unseren Verbündeten ab. Da wollen wir dem doch mal etwas helfen und ein Killbeach. Oh, darüber wird er sich wahrscheinlich weniger freuen. Oh, da sind gerade zwei Gegner
gegengeflogen. Mein Flugzeug ist stark beschädigt. Mein Motor und mein Rumpf. Und das war es, mein... Gut. Mein Motor ist ausgefallen. Gut. Das war dann wohl nix in diesem Match. Gut. Da es noch ewig dauern wird, werde ich ein neues Match suchen. Naja, war es noch relativ weit vorne, mal ein Flugzeug abgeschossen, bleached. Das war ein sehr schlechtes Match von mir. So, da es ja noch dieselbe Folge ist, machen wir noch ein deutsches Match. Dann wollen wir mal gucken, was haben wir denn diesmal? Diesmal haben wir wieder Vorherrschaft, also der Modus Vorherrschaft in Kaugum. Kalinkol. Bei Flugplatzvorherrschaft ist das Hauptziel, die Bodenzonen zu halten, glaube ich. Nehmen wir mal das neue Flugzeug. Das ist jetzt wie normales Herrschaft. Drei Flugzeuge. Plätze. Hier einmal, zweimal, dreimal. Striche da. 2 A, B und C. Und ich gehe gleich mal Richtung C. Und unser Ziel ist es, diese Bodeneinsätze, diese Bodenziele einzunehmen. Einzunehmen geht, indem man landet. Ups. Indem man dort landet. Und man muss stehen. Dann nimmt man das ein. So, da ich einen Jäger genommen habe, werde ich jetzt jagen. Und versuchen, den Panpeter oder den Davex 19 zu beschützen, die wahrscheinlich, so wie es aussieht, den Punkt B einnehmen wollen. Genauso wie dir, der hier. Boah, das Flugzeug ist so unwendig. Das geht gar nicht. Also, der Jäger ist echt... Entschuldigung, aber Müll. Boah, der lässt sich ja gar nicht lenken. Oh, wo sind denn die Gegner? Ah, da kommt einer. Hätte ich doch vielleicht lieber den anderen nehmen sollen. Ich... Naja, kostet ja nichts, die Dinger. Wo gehen wir denn mal hin und so? Ich kann doch jetzt nicht alleine da die fünf Gegner reinfliegen. Gib mal ein bisschen Gas und flieg Richtung C, Richtung zur H51. Bin ja scheinbar ein bisschen schneller. Wie man an der Kilometer in der Entfernung sieht. Oh, was haben wir denn? Ist aber nur einer. Also unsere hängen scheinbar nur bei B rum. Obwohl, jetzt sind hier drei Stück, die von uns, die zu C gehen. Oh, ein bisschen Gas. Auf jeden Fall der Abgar 48965. Er wird wahrscheinlich jetzt nicht seinen Spaß hier haben. Ah, da kommt der Abgar. Aber auch Verbündete. Boah, das wird der Jäger ist echt Müll. Ey, mit dem kann man gar nichts machen. Da haben wir noch jemand. Mit dem kann man echt überhaupt nichts machen. Ah, der ist noch zu weit weg. Ah. Oh, der lässt sich überhaupt nicht lenken. Entschuldigung, aber... Den werde ich auf jeden Fall rausschmeißen wieder. Ist zwar schön und gut, dass er ein Jäger ist, aber... Oh, oh Gott, oh Gott. Und dann kommt der so leicht ins Trudel. Nee, also den mache ich wieder raus, dann mache ich lieber Standardflugzeug rein. Mit dem man wenigstens ein bisschen fliegen kann.
Weil im Moment mit dem hier kann ich keiner Kurve fliegen. Und die Gegner haben dementsprechend riesen Vorteil mir gegenüber. Oh, oh, oh. Der braucht ewig lange. Oh, nur noch 200 Kugeln. Müssten wir das treffen. Ist er weg? Nee, da ist noch einer. Treffer. Oh, toll. Jetzt, genau jetzt muss ich Munition nachladen. In diesem Match mit Punkten ist ja nicht. Boah, geiles Flugzeug. Boah, 5 Sekunden. So, Munition nachgeladen. Mal gucken, wo der gute Herr ist. Ah. Der gute Herr weiß genau, wo ich bin. Wow, ist ein Bomber drüber geflogen. Und mein linkes Flugzeug. Ich kann überhaupt vor keinerlei Gegner nur mal ansatzweise davon fliegen. Ja, mal gucken, ob mal den treffen. Bevor wir mal ganz den Bach runtergehen. Oh oh. Gut. Da hat sich dann scheinbar. Ja. Gut. Ja. Ach, ich bin nicht zerstört. Ich bin noch relativ weich gelandet, wie man sieht. Oh Mann. Also, das ist voll der Fail. Was? Die haben alle drei haben die. Ja, überhaupt nicht gut. Geh mal hin. Geh mal hin. Oh. Geh mal B. Oh, danke. Gas geben. Ah, B ist uns. Nein, nicht ganz. Ah, aber die Gegner haben auf jeden Fall gewonnen. Das ist nicht mehr rauszuholen. Ja, die haben jetzt noch 2 Punkte. Wir haben so gut wie gar nichts mehr am Strich. Wie man oben in der Mitte des Bildrandes sehen kann. Ich komme. Vielleicht kann ich ja noch einen abschießen. Oder wenigstens mal schießen. Muss man dann ja schon eher sagen. Oh, helfen wir mal unserem guten Kollegen. Oh, ich. Gott, ich habe jetzt 3/4 des Spiels komplett abgehangen mit dem komischen Flieger. Gott, ich hoffe, es hat wahrscheinlich nicht gefallen, das Match. Also dieses Video, diese 2 Matches, die letzten 2. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video. Ciao und danke fürs Zuschauen.